Neu ist das Thema wirklich nicht. Schon im vergangenen Herbst hieß es aus den Apotheken, uns fehlen Medikamente. Und jetzt wiederholt sich die Geschichte. Bei hunderten Arzneimitteln gäbe es akute Lieferengpässe, beklagt unter anderem die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Heute musste Gesundheitsminister Lauterbach dazu Position beziehen. Volle Praxis bei Kinderarzt Jakob Maske. Die Infektwelle rollt erst an, doch auch jetzt schon gäbe es Engpässe bei einigen Medikamenten, sagt der Mediziner. Zum Beispiel bestimmte Antibiotika oder Medikamente gegen Epilepsie sind jetzt schon wieder schwierig zu bekommen oder auch gar nicht zu bekommen. Ungefähr 500 Lieferengpässe sind derzeit offiziell gemeldet, etwa genauso viele wie im September vor einem Jahr. Neben einigen Antibiotika fehlen zum Beispiel auch Asthmamittel oder Blutdrucksenker. Der Bundesgesundheitsminister sieht aber keine größeren Probleme. Für die allermeisten dieser Arzneimittel gibt es Äquivalente anderer Arzneimittel, auf die man umstellen kann. Und wir werden insbesondere bei den Kindern also eine deutlich bessere Situation haben, bei den Fiebersäften und bei den Antibiotika. Doch eigentlich wollte der Gesundheitsminister viel mehr erreichen. Mit einem vor mehr als einem Jahr in Kraft getretenen Gesetz sollten Produktionsstätten vor allem für Antibiotika hierzulande wieder aufgebaut werden. Auch um die Abhängigkeit von China zu verringern. Das hat bisher nicht geklappt. Wir kennen kein Unternehmen, das in Deutschland im Moment Antibiotika-Werke ausbaut. Das liegt daran, dass es zu wenig Anreize gibt. Etwa Investitionshilfen und höhere Preise. Das sagt auch die Pharmazieprofessorin Holzgrabe. Sie kritisiert: Wir müssen die Produktion von Arzneimitteln aufbauen. Und das kann man nicht von heute auf morgen. Aber das Schlimme ist, dass eigentlich im letzten Jahr noch gar nichts passiert ist. Kinderarzt Maske hofft, dass die Engpässe in diesem Jahr nicht noch schlimmer werden.